Wir waren geteilt in Nord und Süd, wurden des Kämpfens aber manchmal müd. Darum zog es uns zur anderen Seite hin. Hier verstellte man sich dann ganz unverblümt und wurde manchmal unverhofft kurz berühmt. Die Teilung erhalten durch die Mitwacht, begab sich hier die ein oder andere Schlacht. Mal gab es auch den Nordlingstest und die Grube. Am meisten vermissen wir dann unseren Theodor, der die besten Ausflüge machte wie keiner zuvor. Season 12 hat uns nur kurz in zwei, doch jetzt stehen wir alle hier beisammen und trinken unseren letzten Chunk. Vielen Dank. Season 12 hat uns nur kurz in zwei, doch jetzt stehen wir alle hier beisammen und trinken unseren letzten Chunk. Vielen Dank. Es formte sich die Garde im Königshaus, Lobo, Balthasar und Herbert stachen heraus, Otel, Runa und Shiro gesellten sich dazu, Hofkünstler verschönerten die Burg nicht weg, Titus, Otel, Pipi und Ulf vorweg. Im Mengenrat gab es dann eine Änderung, gefolgt auch bei der Heeresanführung, zog sich der Verrat ganz groß durch das Land, Haus des Geldes, Bieres, Ente, Vandalen, wie es scheint, waren wir im Kriegsfeier doch alle vereint. Zunächst auch angeklagt für Verrat, gestand die Kapelle ihre Missetat und war von nun an von allem freigesprochen. Danach genossen wir auch alle noch die Wärme in Pipis anmutiger bauter Therme. Lord und Lady waren zunächst Feinde, bis uns die schwarze Magie einte, versuchten wir diese bereits zu bekämpfen. Noch durch die Hilfe von Jasmin und Wesemir fanden wir aber keine Erkenntnis hier. Season 12 hat uns nur kurz in zwei, doch jetzt stehen wir alle hier beisammen und trinken unseren letzten Chunk. Vielen Dank. Season 12 hat uns nur kurz in zwei, doch jetzt stehen wir alle hier beisammen und trinken unseren letzten Chunk. Vielen Dank. Spaß wurden wir auch Bantamir, hier kämpften einige wie ein Stier. Der versprochene Preis ist uns nie eingelöst, gab der Streichflöte sein erstes Lied zum Besten, was wir überaus feierten mit allen Gästen. In der Kirche vom geheiligten G ging der Erzbischof gern auf die Knie und fügte sich damit perfekt in das Dorf. Merlin und Dummdalber waren die aus dem Norden, mit denen wir als Erste pokerten statt zu morden. Die haben nächstes Season bei Hochfort und waren nicht wegzudenken dort. Ob als Gardehof, Künstler oder Heerenführer, jeder Einzelne war absolut loyal zur Krone, schenkte bei der Nacht Wache Leben dem Throne. Emrys und Freya waren oft im Süden, um dann dort immer wieder zu ermüden. Denn das Königshaus hat sie immer verpasst. Drum zog es uns verkleidet, gehen Norden zu dritt, trafen dann auf Nordlinge in Südlingsoutfit. Season 12 hat uns nur kurz in zwei, doch jetzt stehen wir alle hier beisammen und trinken unseren letzten Chunk. Vielen Dank. Season 12 hat uns nur kurz in zwei, doch jetzt stehen wir alle hier beisammen und trinken unseren letzten Chunk. Vielen Dank. Aus der Burg kamen wir selten raus, die Jedis dachten nur, welch ein Graus, brachten unständige Lager und Pferde vorbei, die Sugamina fühlten sich anfangs missverstanden, wurden aber schnell zu geliebten Bekannten. Wir schickten manche auf Erkundungstour, und Geographia folgte eifrig jeder Spur, zu dem Meme des Nevad auch den schwarzen Helm, fragte man sich, warum Schneemänner auf Zinnen stehen, musste man nur stur auf das Otterchen sehen. Die weißen Wanderer zogen durch das Land, alles befand sich dann in ihrer Hand. Sie kamen mit Bären und Toten, Rauch und Eis, selbst vor der Mauer der Mitwacht machten sie nicht Halt, und bald wurde es auf der ganzen Insel bitterkalt. Season 12 hat uns nur kurz in zwei, doch jetzt stehen wir alle hier beisammen und trinken unseren letzten Chunk. Vielen Dank.